Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do. So Freunde, hier ist wieder euer Zerra und heute gibt's mal wieder von mir ein Gameplay-Commentary hier auf dem Klang-Kanal. Ja Jungs, noch eine Woche, dann ist es endlich soweit, Black Ops 3 kommt raus. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig drauf, weil, ja, ich habe jetzt schon ewig kein COD mehr gespielt und habe einfach richtig Lust mit der M8 A7 mal wieder abzuräumen. Also werde auf jeden Fall richtig reinballern. Ich denke einfach mal, sobald unsere Gameplayer-Spieler da ein richtig gutes Gameplay rausgehauen haben, werden wir das mit einem guten Commentary hier uploaden und ich denke mal, dann läuft das alles. In nächster Zeit wird sowieso erstmal nur Black Ops 3 kommen. Sicherlich wird auch ab und zu dann mal irgendwann ein anderes Gameplay wiederkommen und so weiter. Aber das ist noch die Zukunft, das sehen wir erstmal weiter. Wie gesagt, also ich freue mich richtig drauf. Jetzt erstmal zum Hintergrund-Gameplay, da läuft heute nämlich eine Triple Nuclear. 127 Kills vom Windelfighter, sein Kanal natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, genauso wie natürlich meiner. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe das Video in so einer Art schon gestern auf meinen Kanal hochgeladen. Jetzt natürlich nicht das gleiche Commentary, ja, das mache ich ja recht ungern, beziehungsweise habe ich auch noch nie gemacht. Es gibt ja da wirklich Clans oder Leute, die laden auf ihren Kanal ein Commentary hoch und benutzen das gleich auch nochmal für einen Clan. Also sowas mache ich persönlich sehr ungern. Und ja, deswegen, ich habe gestern, wie gesagt, ein ähnliches Commentary auf meinen Kanal hochgeladen und darum ging es um den Wandel der COD-Szene. Beziehungsweise ich spreche da die größeren YouTuber direkt an, wie ein ApoRed, ein KS-Freak und so weiter. Man muss ehrlich sagen, Barca hat ja jetzt mitbekommen, dass diese Lifestyle-Videos für ihn persönlich ihn nicht weiter vorbringen, beziehungsweise es macht ihm nicht so viel Spaß. Und da hat er gesagt, er bringt jetzt kein Public mehr, sondern eben Competitive, beziehungsweise E-Sport wechselt er. Ist er zu FAB gewechselt, beziehungsweise ist FAB beigetreten. Und ich muss ehrlich sagen, das freut mich richtig, weil, ja, ich habe einfach in letzter Zeit so einen großen COD-YouTuber vermisst. Eben wie es damals war mit einem ApoRed, der die krassesten Gameplays hochgeladen hat, Triple Nuclear Live und so weiter. Ich meine, ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich macht es jetzt nicht traurig oder so, aber es ist einfach schade drum, dass Red zum Beispiel dieses Talent, was er ja wirklich hatte fürs COD-Spielen, wo er war ja einfach ein kranker Typ in COD, dass er es einfach so wegwerft, weil nach Zelos, ich hätte ja wirklich gedacht, dass Zelos ihm so ein bisschen Aufschwung für COD gibt, aber es war ja wahrscheinlich das komplette Gegenteil, obwohl er das Ding gewonnen hat. Und ja, warum direkt Red eigentlich bei mir? Ich war, beziehungsweise Red war der erste COD-YouTuber, den ich geguckt habe und wir haben uns dann in der Schule die Videos dann am Tag danach angeguckt. Das war auch mit diesen MPO-Distrack und so weiter. Wir haben da wirklich unser scheiß Datenvolumen vom Handy verbraucht, um uns einfach die Videos da anzugucken. Und ich habe einfach in letzter Zeit sowas vermisst, dass mal wieder so ein COD-Feeling kommt, dass auch mal wieder ein größerer COD hochlädt. Ich meine, Montana Black bringt ja momentan, ja, jetzt nicht direkt COD-Videos oder so, sondern eben mal eine Real-Life-Story, wo er sich ins Auto setzt, was weiß ich. Ist ja kein COD. Ein Red schon ganz und gar nicht, ein KS-Freak nicht, ein Marcel Scorpion ab und zu und ein Barca kommt jetzt eben wieder zurück und das ist eben das, was mich persönlich so sehr freut. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema sagt, ob ihr es besser findet, wenn jemand Lifestyle-Videos bringt, ein ehemaliger COD-YouTuber jetzt, oder ob der weiterhin COD bringen soll. Ich meine, jeder soll sein eigenes Ding durchziehen, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen angenehmen Tag, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und dann sage ich nur noch, ich bin raus, haut herein.